Hinter mir im Folientunnel und auch im Gewächshaus sind jetzt die Tomaten komplett weg, haben die Braunfäule bekommen, hat sich jetzt im November nicht mehr so richtig gelohnt, die Tomaten reifen zu lassen, sind alle runtergenommen worden, Gurken auch, alles durchgehäckselt und klein geschnitten und einfach als Mulch genutzt. Ich habe ja ein Video von mir erzählt, wie ich das mit der Braunfäule handhabe und ich das nicht so schlimm finde, wenn das jetzt bei mir im Garten als Mulchmaterial mit drin ist, so. Wie bereits im Video erwähnt, werde ich euch unten in der Infokarte verlinken. Das mit der Braunfäule vorreiht sich auch mit der Luft und wirst du wahrscheinlich so einfach los, wenn du nicht die optimalen Bedingungen für die Pflanzen hast. Jedenfalls habe ich die Tomaten auch komplett abgeerntet. Habe da jetzt auch noch ein paar Cherry-Tomaten noch bei mir draußen im Freiland gefunden. Und die werde ich jetzt nachreifen lassen. Das Nachreifen an sich von den Tomaten kann man machen, aber die Tomaten würde ich dann nicht mehr als Frischverzehr nutzen. Also für mich schmecken die einfach nach nichts mehr, sind fad und langweilig. Würde die nochmal vielleicht zum Einkochen nutzen. Ich mache zum Beispiel daraus einen Tomatensalat eingekocht. Findet man zum Beispiel bei mir auch auf der Produktliste auf meiner Website. Da kann man auch gerne vorbeischauen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Habt da genug gemacht, damit ihr euren Lagerbestand für den Winter erweitern könnt. Und jedenfalls war das eine Heidenarbeit, das Ganze, die ganzen Tomatenhaken runterzumachen und dementsprechend auch auffädeln und dann die ganze Beetvorbereitung mit dem Auflockern und dem Mulchen. Aber das hat eine sehr wichtige Aufgabe, damit man halt hier einen dementsprechenden Schutz auch für den Winter hat und auch hier nochmal guten Humus aufbaut, damit halt nächstes Jahr die Pflanzen da auch sehr gut wachsen. Das Anspruchsvolle in der Permakultur bzw. in der Selbstversorgung ist ja nicht der Sommer, wo es ja reichlich und genug zum Ernten gibt, sondern dann auch was anzubauen bzw. zu ernten im Winter. Das ist, wo die sehr viele dann dran scheitern, weil sie es noch nicht ganz gewohnt sind oder noch nicht lange dabei sind. Und bei mir ist ein Gemüse, was ich für den Winter angebaut habe, ist dann hier der Rosenkohl. Bilden sich auch schon langsam sehr schöne Rosetten, werde ich dann auch im November, Dezember und Januar, je nachdem wie viel Bedarf da besteht, auch abernten können. Und ein Tipp auch von mir, was halt sehr gerne im Gartenanbaubereich gemacht wird, das dürfte man halt dann mit einer gewissen Zeit, man kann es auch jetzt dann schon bald machen, dass man den Köpf, den Rosenkohl, damit halt die volle Kraft hier in die Rosetten reingeht, damit die halt schön größer und kompakter auch werden. Hat einfach den Grund, wenn man halt die Sachen verkauft auf dem Wochenmarkt zum Beispiel, dann wollen halt, man möchte halt mehr aufs Gewicht gehen, größere Sachen, mehr Gewicht und das kaufen dann auch eher die Leute. Und wenn man das halt nicht macht, dann werden halt die Rosetten etwas kleiner. Kann man auch eventuell mehr kleine Rosetten dann auch später im Jahr bis zur Blüte. Und ist halt für kleine Haushalte wahrscheinlich dann eher geeignet, wenn man mal ein bisschen was ernten kann. Ihr bekommt einen kleinen Einblick, ohne mich dabei zu sehen, nur meine Hände, wie wir jetzt die Stecklinge etwas vermehren. Das ist auch ein bisschen von meinem Vater, der das ein bisschen so mitmacht. Hier vorne, das habe ich jetzt gemacht mit den schwarzen Johannisbeeren in den Steckling, einfach in die Erde reingesetzt. Werden auch im Winter hier draußen bleiben. Sind ja winterhart, dass sie dann im Frühjahr dann weiter ihre Wurzeln bilden können und dann nochmal zusätzlich dann in Kraft kommen. Was wir machen werden, ist natürlich die raus aus den Platten nehmen, weil wenn sie dann hier unter dem Wasser stehen, tun sie jetzt schon, dass die dann dementsprechend anfangen zu faulen und dann eingehen. Das ist vor allem im Winter dann die große Gefahr, deswegen werden wir die auch da rausnehmen. Und eventuell, wenn es dann zu kalt wird, ein Vlies drüber legen und sowas einfach als Schutz. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen mit dem Schnee, dass die nicht da irgendwie zerdrücken, weil hier hinten, das sind jetzt die Liguster, also eine Ligusterhecke, die mein Vater ja machen möchte als natürlicher Zaun. Hat er ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren angefangen, die reinzusetzen. Und da möchte er jetzt auch ein paar Stecklinge vermehren. Hier, die sind ein bisschen schmaler und auch fragiler. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass wenn dann Schnee kommt, dass die dann nicht erdrückt werden. Hier voll im Folientunnel, direkt neben der Tür, haben wir auch noch ein kleines Beet, wo Wintersachen wachsen. Hier der Palmkohl ist eine spezielle Grünkohlsorte, sage ich mal, aus Italien. Interessant ist, dass ich sie letztens im Discount auch gesehen habe. Das erste Mal dieses Jahr, dass auch Discounter die zum Beispiel mit anbieten, Palmkohlblätter. Hier 2 Stück, das sind jetzt 2 Pflanzen. Ich habe noch bei mir im Garten noch ein paar mehr. Einfach das erste Jahr zum Testen und Ausprobieren. Und was ich hier auch noch habe, ist Mangold. Genauso werde ich überwintern lassen. Kann ich auch über den Winter die ganze Zeit ernten. Auch für Freunde natürlich. Und da habe ich auch noch ein paar mehr Pflanzen. Die beiden Sachen habe ich natürlich auch im
im Gewächshaus bzw. im Folientunnel. Hier gleich drin habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen gesehen, aber anstelle von dem Palmenkohl habe ich da den ganz normalen Grünkohl, die ostfriesische Palme, also eine etwas größere Grünkohlsorte. Und mit dem Grünkohl kann man eigentlich sehr viel im Winter auch machen. Vergessen halt die wenigsten, ist halt mehr im Norden bekannt. Also man kann zum Beispiel, weil ich ja die schleimfreie Heilkost und Rohkost mache und sehr gerne faste, wer da auch Interesse hat, kann gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, auch Coachingsangebote und sowas. Und da mache ich zum Beispiel einen Saft, einen Grünkohlsaft habe ich da früher mal gemacht. Man kann auch Grünkohlchips machen. Man kann ja auch mal ein bisschen in den Salat mit reingeben. Auch roh essen habe ich das auch schon alles gemacht. Also man kann sehr vielfältige Sachen mit dem Grünkohl machen, wenn man halt weiß, was man da mit dem anzufangen hat. Manchmal letztes Jahr zum Beispiel war es da so, dass man bei mir jemand Grünkohl bestellt hat, weil er damit seine Kaninchen füttern wollte, was mich da sehr erstaunt hat, dass er wirklich das Geld bezahlen wollte, um halt so seine Hasen damit füttern wollte, obwohl halt überall Wildkräuter da zu der Zeit gewachsen sind. Nice. Weitere Kulturen, die ich jetzt für mich im Winterbau habe, sind jetzt hier die ganzen Kopfsalate, die ich jetzt hier speziell in Folientunnel reingesetzt habe. Weil ich halt genau Gewächshaus und Folientunnel habe, habe ich halt hier die Möglichkeit genutzt und die halt auch Mitte Oktober hier reingesetzt. Ich muss halt hier immer schauen, dass ich regelmäßig hier gieße. Also als ich hier sehr viel aufgelockert habe und Mulchmatratze draufgelegt habe, habe ich halt gemerkt, dass es hier richtig trocken ist und haben da auch sehr viel Wasser hier reingegossen, damit halt der Boden feucht ist, weil, wie gesagt, hier kommt kein Regen einfach so rein. Das ist dann ein bisschen der Nachteil von einem Folientunnel, eine Tropfbewässerung habe ich zum Beispiel auch nicht. Also von daher immer schön schauen, dass es hier feucht ist und denen gefällt es hier momentan ziemlich gut, den Salaten. Und die werden nochmal einen guten Wachstumsschub bekommen und dann werde ich auch hier in der Winterzeit gute Kopfsalate ernten können. Ich hatte ja angekündigt, dass die Himbeere bald von ihrem Platz hier weg muss. Mein Vater hat jetzt auch schon angefangen, spezielles Gerüst zu machen und jetzt im November ist dann halt die Zeit, wo wir den dann bald ausgraben werden. Das wird genau am Wochenende sein. Und jetzt schauen wir mal kurz rüber zu der Stelle, da wo wir die neue Himbeere hinsetzen wollen, weil da hat jetzt mein Vater schon mal angefangen, das Gerüst aufzubauen. Das hier ist jetzt das schlichte und einfache Gerüst, was sich mein Vater jetzt ausgedacht hat. Hat er aus den Bambusrohren gebaut, was ich im Schrebergarten habe, ich eine Bambuspflanze, die vom Nachbar zu mir rüber wächst und dann kann ich mir immer wieder Rohre holen und er dachte sich halt einfach, dass er halt so eine Art Gerüst baut, damit die Himbeere, wenn Wind zum Beispiel kommt oder die Himbeere mit ihren Trieben ziemlich weit hoch wächst, dass halt dann da sie erstens vom Wind nicht so rumgeweht wird und einfach an ihrer Position so stehen bleibt, also sozusagen als Anlehnung wie an der Wand und deshalb hat er jetzt hier so ein so ein einfaches sporadisches Gerüst zum Testen mal hingebaut, hat er auch mit Kabelbinder extra festgemacht und dann schauen wir mal, was draus wird und wenn die Himbeere dann hier in ihren neuen Platz kommt, wie gut sie diese neue Stelle annehmen wird. Hier im Hochbeet könnt ihr auch die ganze wilde Katastrophe sehen, wo ich zuerst eigentlich Feldsalat aussehen wollte und jetzt alles Mögliche rauskommt. Von ganz hinten großer Radi, hier noch ein paar Kartoffeln, die stecken geblieben sind und die jetzt Braun- und Krautfälle bekommen. Feldsalat ist auch ein bisschen vom Beikraut überwuchert, ist auch ein bisschen zu dicht. Und auch überall ein bisschen Kopfsalat und Pflücksalat, der jetzt hier wegen dem Bokashi mit auch rausgeht. Ich werde das jetzt einfach nur wachsen lassen. Die Kartoffeln gehen ja eh durch den Frost zum Beispiel kaputt. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und da wird wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Ackerwinde mit dabei sein. Wird alles, wenn mal ein Frost kommt, eingehen. Und dann werde ich halt nach und nach den Feldsalat abernten. Also auch eine Kultur, die man im Winter bis im Frühjahr dann ernten kann. Feldsalat, wunderbar, esse ich sehr gerne. Über den Stangensellerie hier im Hochbeet kann ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Ernte jetzt auch schon durchgehend, fast den ganzen Herbst durch. Ist einfach nur super, dass ich halt immer nur die einzelnen Stängel von außen immer abreiße für meinen Saft, für meinen grünen Saft. Also den ganzen Selleriesaft. Also ich denke mal, viele, die sich jetzt mit Anthony Williams beschäftigen, wissen, wovon ich rede. Jedenfalls auch eine Pflanze, die ich wahrscheinlich auch im Winter durchernten werde. Sellerie, also das
sollte man jeder mal auch ein bisschen auch ausprobieren. Knollensellerie könnte man jetzt zum Beispiel auch so beernten, dass man zuerst das Grün oben aberntet und dann später bei Bedarf, wenn man vielleicht eine Suppe machen möchte, dass man dann die auf die Knolle mit eingeht. Direkt nebendran in meinem letzten Hochbeet ist auch schon der Knoblauch sehr gut rausgekommen. Also der Oktober war richtig warm, also man überhaupt gar keine Probleme. Dass der rauskommt, muss jetzt schauen, dass er nicht zu groß wird, wenn nicht, dass er durch den Schnee, der vielleicht im Winter kommt, platt gedrückt wird und das Grüne dann abbricht. Und der ist halt ein bisschen schon ziemlich zu hoch für meinen Geschmack zum Teil. Also schau mal, also der hat auch richtig Power bekommen durch die ganzen Bokashi. Hier geht auch überall wild irgendwelche Sachen mit raus, Sonnenblumen zum Teil auch. Und eigentlich habe ich hier nochmal Feldsalat zwischen den Knoblauch reingesetzt bzw. ausgesät. Und hier der Mangold, den ich dann auch bald später ernten kann. Aber hier werde ich dann auch permanent eine Ernte einfahren können. Und hier mit dem Feldsalat schauen. Deswegen habe ich ihn nicht gemulcht, dass ich mit ihm eine Bodendecker hinbekomme. Und ich denke, wenn das jetzt im November mit den Temperaturen weitergeht, also wir haben jetzt so tagsüber meistens so 13, 14, 15 Grad und nachts ab und zu mal 5 Grad, 6 Grad, auch mal schon kühler gehabt. Wir hatten auch mal kurz vorm Frost auch 0 Grad. Und da bin mal gespannt, wie sich der Feldsalat jetzt noch die nächsten Monate und Wochen entwickelt, dass sie da auch wirklich ein bisschen buschiger wird. Im Vergleich zum anderen Hochbeet ist es jetzt nicht ganz so wild. Hier am Bohnenspalier hängen noch einige Bohnen, die jetzt für Saatgut zum Beispiel genutzt werden. Hier sind es nochmal ein paar etwas dunkelgrünere, haben eine schöne Länge. Und ich habe jetzt bewusst dieses Jahr etwas mehr Bohnen rangelassen, weil einerseits die Trockenheit den Pflanzen ziemlich zu schaffen gemacht hat und nicht eine optimale Ernte dabei rausgekommen ist. Hier habe ich mir eigentlich um einiges besser vorgestellt, aber bei plus 30 Grad die ganze Zeit fangen halt an, die Blüten abzuwerfen, die Bohnen. Und dann ist halt nicht ganz so viel rausgekommen wie zum Beispiel das letzte Jahr. Da war es um einiges besser aufgrund des vielen Regens. Dafür waren die Tomaten zum Beispiel letztes Jahr nicht so optimal und dieses Jahr umso besser. Und hier habe ich jetzt gerade mal ein schönes Exemplar geerntet. Schon ziemlich gut braun, trocken und dann sind sie auch ziemlich gut erntereif. Die werde ich dann bei mir ins Haus reinlegen, abtrocknen lassen, in eine Kiste und dann abpacken. Und das wird jetzt so die nächsten Wochen lang dauern, bis halt die Schoten hier dunkel braun werden, abtrocknen. Das kann auch bis zum Dezember dauern. Aber dann habe ich schon einige Samen, natürlich auch für euch, die ich mit abpacke. Findet ihr alles auf meiner Saatgutliste. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch die ganzen 50 verschiedenen Tomatensorten, Melonensorten, 20 verschiedene Gurken, die ich auch seit Jahren bei mir im Permakulturprojekt anbaue. Also schaut auch gerne da vorbei. Nice. Jetzt möchte ich euch etwas Cooles zeigen, und zwar hier diese Holzplatte, wo mein Koala reingelötet worden ist. Hat ein Freund für mich gemacht, überraschenderweise hat er mir gar nichts gesagt und mir einfach zugeschickt, ist gestern angekommen. Vielen Dank nochmal, Chris, dafür. Also es ist wirklich ein einzigartiges Geschenk, hat mich da richtig gefreut und ich freue mich immer noch darüber. Also der Christian, der macht auch zum Beispiel für mich die Flyers, hat er gemacht, oder die Tassen. Da haben wir auch mal ein paar zuschicken lassen und die habe ich da mal bei Paketen für euch mit beigelegt. Und er hat auch seine eigene Webseite, seine eigene Firma, werde ich euch auch unten verlinken. Könnt ihr mal gerne anschauen und auch vorbeischauen, wenn ihr mal in der Nähe bei ihm seid oder auch irgendwie Aufträge für ihn habt. Also vielen Dank nochmal dafür. Das ist wirklich wundervoll. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Hier kann ich jetzt nur empfehlen, meine anderen Videos zum Beispiel anzuschauen, warum Laub im Garten sehr wichtig ist, vor allem in der Permakultur. Genauso meine anderen Videos zur Vorbereitung für den Winter sehr zu empfehlen. Was ich da alles gemacht habe, werde ich dir auch im Abspann einige verlinken, beziehungsweise auch unten wieder in die Infobeschreibung mitpacken. Gerne schau auch meine Webseite vorbei, da biete ich auch Kurse und Coachings zu meiner Permakultur an, beziehungsweise gebe ich auch eine Anleitung dafür, damit auch du in Richtung Selbstversorgung, Autarkie gehen kannst, beziehungsweise Anbau im Einklang mit der Natur. Und sonst kann ich dir auch wärmstens meinen Telegram-Kanal empfehlen, wo ich halt auch jeden Tag beziehungsweise regelmäßig Bilder hochlade, Texte, meine Gedanken und zusätzliche Beiträge und Inhalte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.